Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Schritt auf unserer Reise vom objektorientierten Datenmodell zur fertigen Softwareanwendung. Im letzten Abschnitt haben wir uns ja damit beschäftigt, wie wir das mit der Vererbung machen und dass wir dann die Konstruktoren sauber konstruieren. Und jetzt wollen wir uns damit beschäftigen, wie wir eigentlich einfache Relationen als Attribute in C-Sharp abbilden. Also jetzt geht es erstmal um die Relationen mit der Kardinalität 1 oder 0 oder 1. So, Sie sehen aber, da ist das jetzt alles schon ein bisschen aufgeblasener, also da ist noch mehr unterwegs. Das jetzt dem Compiler so vorzuwerfen, dass er da ein ablaufbares Programm von machen kann, müssen wir uns jetzt überlegen, wie wir dieses Konstrukt, nämlich irgendwie eine Relation zwischen Stadt und Land, wie wir das abbilden. Und es hat sich durchgesetzt, nicht dafür irgendwie nochmal ein extra Konstrukt zu machen, sondern die als Attribute von diesen Objekttypen abzubilden. Das heißt also, dass eine Stadt in einem Land liegt, das zeichnet die Stadt aus. Und alles, was eine Stadt auszeichnet, ist im Prinzip ein Attribut. Dass ein Land eine Hauptstadt hat, zeichnet das Land auch aus. Das ist eine Eigenschaft dieses Landes, die Hauptstadt Berlin zum Beispiel zu haben. Also machen wir hier ein Attribut auf der Seite draus. So, und dann schauen wir uns das mal an. Fangen mit dem Land an. Beim Land hatten wir gesagt, okay, Hauptstadt ist zwar implizit Pflicht, aber können wir ja nicht erzwingen, weil sonst haben wir ein Reihenfolgeproblem. Und dann sehen wir, okay, hier, das ist diese ganze Mimik Hauptstadt als Attribut. So, wenn wir jetzt zurückblicken, sehen wir, okay, also es gibt genau eine Hauptstadt. Also ist der Typ von Hauptstadt Stadt. Ja, und das Ganze funktioniert jetzt analog zu den Typen, die wir schon kennen. Ja, wir kennen ja zum Beispiel, haben wir eben gesehen bei Named Object, da haben wir hingegangen und gesagt, okay, ich brauche mal ein Attribut, das ist vom Typ Zeichenkette, also schreiben wir hin, Public String Name. Und das hier ist der Typ. Ja, das sagt an, so und so viel Speicher muss allokiert werden, damit da irgendjemand eine Zeichenkette drin abspeichern kann. Und diese Dinger, die wir jetzt hier schreiben, immer wenn da so ein Class auftaucht, das sind jetzt eigene Typen, die haben wir selber gemacht. Ja, die funktionieren aber im Prinzip genauso. Ja, die allokieren Speicher. Dazu brauchen sie im Gegensatz zu den primitiven Typen diesen New-Operator, aber das kann uns ja erstmal wurscht sein. Aber ansonsten kann ich die genauso benutzen wie die anderen Typen, also wie ein Integer. Und wenn ich jetzt hier mal in das Land reinschaue, dann sehe ich, okay, hier steht Public, also von außen sichtbar, Typ ist Stadt, Name ist Hauptstadt. Das heißt, dieses Attribut ist nichts anderes als die Übersetzung von dieser Relation. Ja, und es ist klar, der Typ ist Stadt und zwar genau eine. Das heißt, in dieser Variable Hauptstadt oder in dem Fall in diesem Attribut Hauptstadt kann ich später eine Stadt abspeichern. Der Rest funktioniert genau wie eben. Also es gibt ein Hilfsattribut, ja, wo die Sachen versteckt reinkommen. Wenn ich das auslesen will, dann gebe ich einfach dieses Hilfsattribut zurück. Und wenn ich was reinstecken will, dann bin ich ein bisschen zickig und sage, nee, also, dass man die ohne anlegen kann, das lasse ich mir noch gefallen, aber dass ich mir jetzt zur Laufzeit dann irgendwie noch eine Null unterschieben lasse, das mache ich nicht mehr mit. Ich möchte gerne, dass es die auf jeden Fall gibt. Jo. Und da gibt es sie auch. Ja, also wir haben hier, wunderbar, dann unser verstecktes Attribut und da kommt dann der Value rein. Der Rest haben wir gerade schon besprochen, ist klar. Also wir brauchen, wenn wir einen Konstruktor aufrufen, wieder den Namen, damit wir den über Base-Name den Namen. Den Namen übergeben können. So, was wir jetzt hier haben, ist im Prinzip, wir haben jetzt immer aus unseren Attributen haben wir jetzt abgeleitet, Getter und Setter Methoden. Gut, die sehen in C-Sharp ein bisschen anders aus als in Java, aber es funktioniert im Prinzip genauso. Sie greifen drauf zu, dann wird die Methode ausgeführt und sie kriegen was zurück. Im Unterschied dazu ist das hier was, was ja nicht irgendwie ein festes Attribut ist. Also die Description einer Stadt ist ja kein Attribut der Stadt, sondern die setzt sich zusammen aus allen möglichen Eigenschaften, die die Stadt so hat. Das heißt, die wird tatsächlich zur Laufzeit erzeugt. Ja, das heißt also, wenn ich das aufrufe, dann ist das eine Eigenschaft der Stadt. Und wenn die Stadt heute am Main liegt und morgen am Main und, keine Ahnung, irgendeinem anderen Fluss,
den hat irgendjemand entdeckt, dann ist die Description anders. Ja. Die Description ist nämlich kein Attribut, sondern ist tatsächlich eine Eigenschaft, die ich erst errechnen muss. Gut, und das mit der Sichtbarkeit, das ist ja im Prinzip das, was wir im Datenmodell mit Plus und Minus meistens kennzeichnen. Das bezieht sich darauf, dass dieses Ding hier, das darf überhaupt niemand zugreifen von außen. Ja, die Objekte sind ja nachher quasi Kapseln um ihre Daten drumherum und sie können an diese Sachen nur über die von außen sichtbaren Elemente drankommen. Das heißt, wenn jetzt jemand auf die Idee kommt und das Problem abspeichern in der Hauptstadt anders löst als so, ja, dann ist uns das egal. Solange das hier so bleibt, wie es ist, kann jeder damit arbeiten. Ja, das sind ja diese Kapseln, die wir haben. Das heißt also, jeder, der einmal ein Land benutzt hat, was eben Public Stadt Hauptstadt hat, ja, der kann das bis zum Sankt-Nimmerleins-Tags tun, egal wie intern die Stadt abgespeichert wird. Und das ist für uns ja auch der große Trick. Ja, wir werden ja nachher unsere Datenmodelle bauen und dann werden wir aus den Datenmodellen C-Sharp-Code generieren. Und dann werden wir ein Framework benutzen, das uns diese Daten aus der Datenbank holt. Und dann ist es uns auch völlig egal, dass die in der Datenbank lagen oder sonst wo. Wir greifen da ganz normal drauf zu und unten drunter das System, das hat das alles gekapselt, holt dann eben entsprechend die Daten aus der Datenbank zur Laufzeit raus. Ja, also dieses Kapseln ist für uns natürlich ein Riesenvorteil. Ja, und jetzt schauen wir mal weiter. Den haben wir jetzt. Gut, der war auch hinreichend unspektakulär. Jetzt haben wir das auch. Also jetzt haben wir festgestellt, okay, Hauptstädte sind offensichtlich Eigenschaften von Städten. Das hier haben wir gecrackt. Ja, das ist kaputt. Das heißt, da müssen Sie nachher nochmal von Hand drauf aufpassen, dass es nachher keine Länder ohne Hauptstädte gibt. Kommt jetzt also, gucken wir uns jetzt nochmal die Stadt an. Die Stadt, wir haben mal einen Blick drauf. Wer hätte es gedacht, ist ein Named Object, also kann alles mit Name und so weiter und überprüfen und überhaupt. Hat entsprechend auch hier einen schönen Konstruktor. Ja, also was wir erwartet hatten, war der Name mit dem Base. Gut, das ist klar, das haben wir schon ein paar Mal gesehen. Was neu ist, ist, dass jetzt hier Land ist. Ja, und das funktioniert im Prinzip analog zu dem, was wir gerade gemacht haben. Also Stadt liegt in Land und zwar in genau einem Land. Das heißt also, dieses liegt in müsste ein Attribut an Stadt sein mit dem Typ Land. Ja, wer hätte es gedacht? Und so liegt es hier auch drin. Also wir haben einmal diese Hilfskonstruktion mit dem, wo wird es eigentlich abgespeichert, also mit dem versteckten Attribut. Dann haben wir so ein Public Property, also jeder kann jetzt Städte fragen, in welchen Ländern sie liegen und bekommt dann eben so ein LinkedIn zurück. Ja, also das aus dieser Hilfsvariable, aus diesem Hilfsattribut. Dann wieder die gleiche Mimik, also falls uns jetzt irgendjemand einen Null unterschiebt, also nix, dann sagen wir, nee, da machen wir nicht mit, also werfen wir eine Exception und ansonsten wird hier entsprechend einfach der Value ja, diesem LinkedIn zugewiesen. Das heißt also, wenn jetzt hier jemand auch kommt und sagt, ich möchte eine Stadt anlegen, dann muss er die zwei Parameter übergeben. Name ist klar, der geht in den Base, also in die Superklasse rein. Da wird dann wieder geprüft, ist der Name gültig, sind da nicht nur Whitespaces drin und so weiter. Dann geht dieses Land, das da kommt, wird hier zugewiesen, also dieser Parameter LinkedIn wird dem Attribut respektive dem Property LinkedIn zugewiesen. Dann landet der hier oben in dem Set ja, und da ist in dem Value ist der dann drin. Und der Value wird dann überprüft, ob er null ist. Wenn er nicht null ist, ist alles gut und wird dann diesem LinkedIn zugewiesen. Ja, also an der Stelle alles ziemlich ähnlich zu dem, was wir hatten. Jetzt gibt es hier aber noch eine andere Beziehung. Und da wird es jetzt spannend. Die sieht nämlich anders aus. Das ist nämlich keine Relation zu 1 oder 0 oder 1. Das ist eine Relation zu n, also zu mehreren oder keinen bis mehreren. Und da müssen wir uns natürlich überlegen, was wir für einen Typ brauchen, in dem wir dann mehrere Elemente von einem anderen Typ reinstecken können. Und das werden entsprechend dann Listen sein. Und das schauen wir uns
im nächsten Abschnitt an.